Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 1, sind jetzt im Epilog, das heißt, das Spiel wird bald zu Ende sein. Wir sind hier in einer Eiswüste, in einer Landschaft, die irgendwo im Kopf des Großmeisters des Ordens entstanden ist. Ja. Wo die Gefahren aber recht real zu sein scheinen. Ja, und hinter uns der Schneesturm. Ja, oh, guck mal, das ist so. Ach, wen haben wir denn da? Alvin. Seht, Alvin. Eine Illusion, Shani. Das ist eine Illusion. Aha. Gehen wir mal weiter. Was ist denn das? Schatten. Hä? Da oben. Ach, das ist der Schatten von dem da oben, ja. Wie störrisch ihr seid. Ihr könntet meine Schäfchen in den ersten Jahren des Winters hüten. Oh. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt unsere Geheimnisse aus Kaer Morhen gestohlen und habt sie mit den übelsten Absichten verwendet. Ich brauchte Hexe. Aber ich wusste, dass das Geheimnis der Mutation verloren ist. Ihr Hexe habt alles gehabt. Nur keinen Mut und keine Vision. Ich habe nur getan, was ihr euch im Herzen gewünscht habt. Ihr habt sie genommen, als gehörten sie euch. Ihr seid ein Dieb und ein Heuchler. Könnt ihr den goldenen Pfad meiner Träume nicht sehen? Nein. Meine Ritter werden ihn euch in der Sprache erklären, die ihr versteht. Ah. Meuchler-Mutanten. Shani. Ah, der war noch nicht vorgebraten. Na gut. Das können wir ändern. Lass meine Shani in Ruhe. So, tschüss. Nicht zu glauben. Ja, Shani sieht so zerbrechlich aus, oder? Ja, sie hat ein bisschen Schaden genommen, aber nicht viel. Aber was hat er dabei? Vermutlich nichts Interessantes. Bestienleber, oh ne. Eine Bombe, nö, danke. Haben wir selber von Anfang an und nie benutzt. Hier geht's ja nicht, nö. Na, Herr Großmeister, gehen dir nicht irgendwann mal die Mutanten aus? Hallo, Ada. Seht, Geralt. Menschen, Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie wahr, Euer Hoheit? Ich muss es wissen, meint ihr nicht? Der Großmeister ist eindeutig verrückt. Nicht einmal ich würde es wagen, so einen Plan zu verfolgen. Wir müssen ihn aufhalten. Herrin, euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt Stil, eine seltene Eigenschaft. Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Ah. Als Striege. Okay. Ja. Ah, das sieht aber ein bisschen wackelig aus hier. Na. Und? Das war knapp. Ja. Hey. Hallo, wir sind kämpfen, starker Freund. Halt. Hey. Mann. Hast du das Richtige? Was ist denn hier los? Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ich
Ja, weil du am Abgrund stehst. Aber du hast sie doch ganz gut erwischt. Womit kämpfst du eigentlich? Mit Stahl? Ja. Oh, arme kleine Schani. Der brutzelt noch schön. Ah, nee. Was denn? Betäubt haben sie mich. Der hier. Ja, sind da. So. Schon wieder betäubt. Hey. Mann. Na ja, die mit ihren dicken Hämmern. Jetzt stirb endlich. Schon wieder betäubt, sag mal. Nee, ist. Ja. Ist zu Ende. Oh, jetzt bist du aber schön zu Boden gegangen, hä? Niemand außer euch kann ins Herz der Vision vorstoßen. Der Großmeister lässt es nicht zu. Nun gut. Danke. Adieu. Na, wenn man die Hilfe nicht hat, dann tut man sich aber ganz schön schwer hier, wa? Ja. Ah, wir können meditieren. Hm? Hast du noch irgendwelche Tränke oder irgendwas? Du warst ja nicht mehr gekriegt, aber Guck mal. Also hier haben wir nur das ist sowieso. Und dann gucken wir mal im Inventar. 6. Da können wir noch mal auffüllen. Ach, die sind nur austauschbar. Soll das auch mal speichern dann? Ist ja merkwürdig. Geht das nicht? Sind wohl verschiedene. Hm. Du meinst, die Geschenken kann man nicht auf die anderen legen, oder wie? Ja. Hm. Diese Schwalbe passt nicht auf diese Schwalbe. Ja. Oh. Egal. Hat es dann andere Alkohol genommen oder was ich? Jo. Ja, dann will ich sie auch nochmal speichern. Wenn du keine Getränke mehr machen musst. Nö. Aber vergiftet bist du ein bisschen, oder? Ja. Also in jedem Fall ist ratsam, ein bisschen sich auszuruhen. Kann ich hier sehen? Nein, kann ich auch nicht sehen. Ach, wir machen es mal. Gehen wir mal auf 2 Stunden, dann ist die Vergiftung weg. Dann wirst du mal speichern und dann gehen wir. Dann speichern wir und starten. Ja, speichern. Du weißt, wenn der Community wieder kommt. Ja, ja. Mal gucken, was haben wir hier? Flammenschwerter sind noch hier, das ist gut. Dann trinkt man auf jeden Fall mal eine Schwalbe. Das ist vermutlich angebracht und speichern. Und dann gucken wir mal, was so auf uns zukommt. Der Wind heult ganz fürchterlich. Sieht so aus. Begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen, öffnet euren Geist! Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majora. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen, und überlebt. Sagte Aldersberg, euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder, aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Was? Der Typ ist echt krank. Ja, das ist verrückt. Ja. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert. Zieht eure Mutanten zurück. Beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Was hat er nur wieder vor? Ja, das frage ich mich auch.
Naja, du kannst jetzt mit ihm, er ist ja sicher ein guter Kind. Oh. Was ist denn das? Nett. Alle auf einmal. Toll. Du hättest ja gleich zwei Schwalben trinken wollen. Vielleicht kannst du dein Schwert mal ein bisschen was geben. Das sind Mutanten, da ist das Stahlschwert angesagt. Großer Freund, Diamantstaub. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn an Runen? Oh, ist auch nicht so toll. Aber wir haben ja gespeichert. Ja. Schaden plus 40% erhöht die Chance auf kritischen Schlag um 5%. Was macht er denn nur? Warum steckt er es denn jetzt weg? Ich dachte, du bist Geralt. Komm übergehend. Ich dachte, er wäre dein Zwilling oder sowas. So. Das ging doch erstaunlich gut. Ah, Mann. Da kannst du mit Feuer arbeiten. Nee. Ich würde mir sehr gut vorstellen. Aber die brauchen Silber. Oh, der hat aber eine Menge. Die brauchen Silber. Oder? Moment, ja, die brauchen Silber. Aber er ist ein Schweinehund, weil mit dem musst du mit Stahl bekämpfen. Auf ihn muss ich auf jeden Fall Stahl und das hart. Ja, was ist denn am besten? Die anderen zu ignorieren und ihn kaputt machen? Ich hab keine Ahnung. Probieren wir es mal. Ich kenne mich nicht aus. Wir probieren es mal. Oh. Ach. Jetzt kommt der wilde Jagd. Ja. Ja, ja, klar, ja, das Schicksal ist. Ah. Großmeister, dass er tot ist. Hast du dich aber gut geskillt, würde ich sagen. So sehen wir uns wieder, Wolf. Habt ihr euer Schicksal erfüllt? Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit, euer Schicksal, die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Lasst mich euch auf die Sprünge helfen. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich blicke nicht zurück. Ich werde die Salamandra finden und mein Schicksal erfüllen. Ihr habt euch geehrt. Ich komme wegen der Seele von jemandem, dessen Weg den euren oft kreuzte. So wie es geschrieben steht. Ihr könnt gegen mich kämpfen, doch das Ende bleibt stets dasselbe. Tod. Die Frage ist, wessen Tod? Ich kann nicht getötet werden. Ihr könnt euer Ende hinauszögern, aber es wird kommen. Kümmern wir uns um den, der bereits tot ist. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe, als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Unterganges. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund, den Tod, und Shani in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos folgt euch auf dem Fuß. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt den Skoyatel Gold gegeben und damit neue Massaker geschürt. Ihr habt Vizima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Wie habt ihr euch gefühlt, als eure Elfenfreunde Vizima in Brand steckten und Deune töteten?
Hört auf! Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es, mir zu trotzen. Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir. Niemals. Niemals. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten. Stimmt. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen? So sei es. Eure Flucht vor dem Tod endet hier. Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Das ist ja zu Ende mit dem Kämpfen. Es geht weiter. Hast du den mit Silber oder Stein? Mal probieren. Ich glaube, den kann man gar nicht töten. Er ist ja da tot. Den verletzt er aber nur ein bisschen. Hey, warum drehst du dich jetzt um? Komm immer mehr. Ja, mit Feuer konnte man den ja nichts machen. Nee. Aber mit, da musst du mit Silber arbeiten gegen die auf jeden Fall, das weiß ich. Ich hab doch Silber. Wieder so ein Pfeiler, und der gleich Freunde holt. Sieht aber auch nicht mehr so richtig gut aus. Schwebt der auch immer noch so? Ja, also. Ja. Ich würde mal speichern, bevor wieder was Schlimmes passiert. Ja, wenn es geht. Nee. Geht nicht. Na gut. Geht nicht. Dann musst du ihn, hast du ihn auch nicht umgebracht, musst du ihn auch noch töten. Das ist ja noch kein Überrest. Was hat er ja nach. Ich hab ja noch eins. Ja. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht. Ja, genau, dann passt. Das brauchen wir. Das wäre ja auch der Hinweis. Tja, das hat er verdient. Normalerweise bin ich ja nicht für die Todesstrafe, aber bei dem. Aber so fängt es an. Ja. Der musste wirklich weg. Dieser Verrückte. Na gut, hätte er ihn auch ins Irrenhaus stecken können, aber. So käuflich wie die Wächter sind. Ja, aber wann? Ah, wir sind wieder im Schlosshof. Ja, ist klar. Der Traum ist zu Ende. Ja. Er ist ja auch nicht mehr. Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn. Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Da liegt er ist tot. Doch. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. Nee. War ich lange weg? Nun, ihr habt einiges verpasst.
Der Orden wurde zerschlagen und Foltest hat die Herrschaft wieder übernommen. Und Yevin? Vor einer Sekunde war er noch hier. Er hat auf euch aufgepasst, bis ich eingetroffen bin. Dann musste er weg. Foltest wird ihn gehen lassen. Zweifellos. Immerhin haben am Ende die Anderlinge den Ausschlag zu Foltests Gunsten gegeben. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Wo ist er denn? Ach, da hinten liegt er. Ja. Da liegt er, ja. Die Meritum-Amulett hatte er auch. Also auch einer mit dem Blut der Alten. Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Nun ja, wie der Sponge spielt, wie nett. Ja. Also, habt ihr euch alles zurückgeholt? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Oder er hatte es bei sich, um angeborene Fähigkeiten zu kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques de Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt, ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Urlaub. Ja, würde mir auch gleich einfallen. Na gut. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren, in Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade? Zu pompös für meinen Geschmack, Rittersporn. Seht euch um. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Das ist neu. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt und in ein riesiges Chaos hineingeraten. Ihr habt euch Bestien und üblen Dreckskerlen gestellt, die euch ans Leder wollten, und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Ihr übertreibt ein bisschen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Ich nehme die letzten geraubten Geheimnisse, atme tief durch und ziehe weiter. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Die blutigen Kämpfe offenbarten das ganze Ausmaß von Jacques de Aldersbergs Wahn. Das Volk traute den Rittern des Ordens nicht mehr und behandelte sie wie Feinde. Foltest nutzte dies und schränkte den Einfluss des Ordens ein. Er verzieh den Anderlingen ihren Aufstand, da sie ihm halfen, die Rebellion des Ordens niederzuschlagen. Doch die Barmherzigkeit des Königs war kurzlebig und sie konnte Misstrauen und Hass nicht völlig auslöschen. Schon bald machten neue Einheiten der Scoia'tael die Wälder. Yevins Ruhm als Bezwinger des Ordens trieb den Scoia'tael noch mehr junge Elfen in die Arme. Die Zauberinnen konnten keinen Einfluss bei Foltest gewinnen. Das Chaos des Krieges brachte nur Leid. Mit der Zeit normalisierte sich alles wieder. Sowohl Rechtschaffene als auch Verbrecher überlebten. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vysima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, der hat ein paar Textbrocken verschluckt. Genau. Blöd, ne? Ja. Wirklich blöd. Thank you.
Tja, das war's wohl mit dem ersten Teil. Ja, kommt da, glaube ich, noch ein bisschen was, oder? Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister, lebt wohl. Den will ich aber im zweiten Teil wieder sehen. Was waren das? 8000, oder? 8000, ja. Ja. Oh. Aber ich fürchte... Oh. Hä? Oh. Das sieht nicht gut aus. Oh, die armen Leute. Ja, Igni ist gar nicht schlecht. Ja, Igni hast du auch schätzen gelernt, stimmt's? Ja. Ja, vor allen Dingen gegen Schluss, als er stärker wurde. Ja, ich muss sagen, langsam gewöhne ich mich daran, dass es so blutig ist. Das finde ich gar nicht mal so schlimm. Wenn man den nicht leiden kann, dann können sie von mir aus auch... Ja, da können sie auch bluten. Ja, schon klar. Tja, was ist denn aber ganz schön dismembered, wenn man in Englischen sagen würde. Wow, ist auch eine Hexe. Ein Hexer. Nicht mehr ganz vollständig, aber man sieht das. Und mein schönes Gold liegt hier rum. Ja, das kannst du ganz schön anfangen aufzufangen. Gut. Ja, ich würde mal sagen, das war's. Das war's dann wohl, ja. Genau. Pepe arbeitet jetzt fleißig an Hexer 2, guckt das sich mal an. Die Kampftechnik ist ja völlig anders, aber ja. Ja, wir werden dann noch ein bisschen Zeit brauchen, aber dann. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, genau. Aber. Geht's weiter. Würde sagen, das müsste schon klappen. Gut. Dann bis demnächst. Genau, bis demnächst. Danke fürs Zuschauen, ja? Ciao. Ja, danke. Tschüss.